Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, jetzt sind wir im Januar. Die Verlosung Dezember steht allerdings noch aus. Letzte Woche hatten wir das Kartenthema mit Klappe, mit Versteck, so in der Art, ne? Und diese Woche dann entsprechend die Verlosung aus Dezember. Das wollte ich euch gerade sagen. Es haben 67 Karten zu mir gefunden. Ich habe gedacht, das wären viel mehr. Aber anscheinend sind ein ganz Teil in Einzelumschlägen gekommen. Ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viele Umschläge. Also auf jeden Fall 67 ist ja auch eine schöne Menge. Dann wollte ich euch vorab erst noch sagen, wir haben Post bekommen, und zwar diese, keine selbstgebastelte. Das fand ich in dem Fall ganz erfreulich. Das ist eine Karte vom Marienheim hier bei uns. Ich sage immer Aufbrand, ne? Aachenbrand. Brand liegt höher als Aachen, deshalb Aufbrand. Ihnen und Ihrem fleißigen Karten-Kreativteam danken wir nochmal sehr herzlich für Ihre große Unterstützung unseres Advent-Bazars durch Ihre Kartenspende. Wir wünschen Ihnen noch ein gutes, gesundes und gesegnetes neues Jahr 2024. Herzliche Grüße für das ganze Marienheim-Team. Also, da hatte ich für Anfang Dezember eine Kiste Karten hingebracht zum, wie gesagt, Adventsbazar. Soweit, so gut. Jetzt, also die anderen bedanken sich auch immer. Die schicken mir dann nachträglich schon mal eine Mail oder wenn ich das abgebe, kommt direkt was. Also wie gesagt, das wird schon wirklich honoriert, dass wir da so viel Arbeit investieren und dass eure Karten immer so toll sind. Also nur schon mal auch nochmal extern herzlichen Dank für all eure Bastelarbeiten. Ich habe hier den Gewinn für Dezember, den wir heute verlosen. Das ist das Designerpapier 6x6 Inch Schlittenfahrt im Schnee. Das ist ein exklusiv Online-Produkt. Und ich sage jetzt mal gewesen. Ich habe nämlich gesehen, es ist nicht mehr bestellbar. Das finde ich sehr schade. Also, die Gewinnerin, der Gewinner bekommt das nachher. So, das ist zum einen das von heute. Und dann bin ich euch ja noch schuldig, das Set bzw. der Gewinn für Januar. Simply Sparkling, auch ein exklusiv Online-Produkt. Da gibt es auch noch Stanzformen zu, die gibt es aber nicht zu gewinnen. Das ist dieses, finde ich ganz schön, spritzig fürs Frühjahr. Mit Obst, mit dieser Dose, Getränkedose, mit ein paar Sprüchen. Hier unten ist noch so eine Welle mit Tropfen und kleinen Blubberbläschen. Hier auch nochmal Blubberbläschen. Blubberbläschen gibt es auch als Stanze, sehr schön. Gut, also das dann ab Januar. Letzte Woche, die Challenge zählt da natürlich schon zu. Nächste Woche geht es mit dem Bingo weiter. Jo, und wir können dann jetzt eigentlich mal anfangen mit den Karten, die ihr mir im Dezember zugeschickt habt. Zwei noch aus November von der Barbara. Ja, das passiert, glaube ich, schon mal. Die Karten kommen ja aus Italien. Da braucht die Post manchmal ein bisschen länger. Und zwar habe ich von der Barbara noch zwei Karten aus dem November. Zum einen die Farb-Challenge und zum anderen der Sketch, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, das ist der Karten-Sketch. So, ganz lieben Dank, Barbara. Sehr schöne Karten, alle beide. Die Weihnachtskarte, die tue ich dann mit zu den restlichen Weihnachtskarten. Die tun wir dann wieder in die Spenden für die Adventsbasare. Die gebe ich jetzt im Moment nicht mit ab. Das finde ich dann immer ein bisschen blöd, ne? Was sollen die Leute jetzt schon mit Weihnachtskarten? Ich denke auch nicht,
dass da so viel dann schon gekauft wird. Dann kommt jetzt das Kartenthema im Dezember, war Gutscheinkarte. Und wir beginnen wie meistens mit der Aline aus Murnau. Herzlichen Glückwunsch mit dem knallroten Roller. Vielen lieben Dank, Aline. Von der Angelika aus Weiher mit den hübschen Gänseblümchen. Hope you're feeling special today. Und innen drin dann der Einschub. Ach so, das hätte ich Ihnen euch vielleicht von der Alina auch mal zeigen sollen. Ne? Da haben wir auch den Einschub für den Gutschein hier an der Seite. Dann geht es weiter. Ich bin noch nicht so gut organisiert, stelle ich fest. Es verrutscht mir noch alles. Von der Annette die erste Karte. Und damit wisst ihr schon, von der Annette gibt es wie immer zwei Karten. Da haben wir einmal den Wunscherfüller hier mit der Einsteckkarte. Das Vögelchen findet ihr übrigens im Designerpapier oder in einem Designerpapier jetzt aus der Celebration. Das heißt fantastische Federn. Fantastische Federn? Ich glaube, auf jeden Fall Federn. Sucht nach Federn und ihr werdet es finden. Vielen lieben Dank, Annette. Und die zweite Karte von ihr ist diese. Da schieben wir das Bändchen weg und können dann den Gutschein dahinter stecken. Kann man dann mit dem Bändchen wieder festmachen und auf der Rückseite beschriften. Ganz lieben Dank, Annette. Von der Bettina aus Elmshorn. Vielen Dank, du bist wundervoll. Klappt mal nicht gut bei mir. Und auch hier der Gutschein innen, also Täschchen zum Einstecken. Ganz lieben Dank, Bettina. Von der Birgit aus Landau eine Gutscheinkarte mit noch weihnachtlicherem Motiv. Hier vorne ein Ausschnitt von dem Büttenrandkreis, also ein großer sogar. Und hier drinnen dann als Einstecklasche für den Gutschein quasi ein Teil dieses Kreises. Ne? Ihr seht das hier, dieses Teil, diesen Teil hier hat sie weggeschnitten und der wiederholt sich dann hier innen. Sehr, sehr schön. Danke, Birgit. Von der Brigitte aus Rostock. Ein asiatisches Motiv, die Pagode mit den Lampions. Herzlichen Glückwunsch. Und da auch hier innen zum Einstecken nochmal Lampions. Und hier kann man dann den Gutschein einstecken. Vielen Dank, Brigitte. Von der Caroline aus Eschhofen. Du bist grandios. Vorne der kleine Umschlag zum Einstecken und die Karte dann in einem schmaleren Format innen zu beschriften. Auch eine schöne Idee, vielen lieben Dank. Vom Christian aus Frankfurt, da haben wir hier diese Blütenkarte mit dem, ja, das ist eine Acryltechnik, so sieht es aus auf dem Designerpapier, ne? Dann könnt ihr die Karte, muss ich gleich alles wieder einfädeln. Und da haben wir ein wunderbares Täschchen innen drin, in das dann Geld oder der Gutschein passt. Sehr, sehr schön. Alles Liebe und Gute. Ganz lieben Dank, Christian. Von der Christiane. Eine Zauberkarte. Viel Glück. Ihr könnt sie einmal so rum öffnen. Dann habt ihr hier einen Gutschein. Einmal ist der Gutschein hinter dem gekreuzten Band. Und einmal ist der Gutschein hinter dem Streifenband. Eine Zauberkarte. Je nachdem, wie rum ihr öffnet. Sehr schön, oder? Rückseite nochmal von Herzen. Ganz lieben Dank, Christiane. Von der Claudia aus Remscheid eine Klappkarte. Und da geht in der Mitte der Gutschein rein.
Du machst meine Welt bunter und dann haben wir hier unten die bunten Päckchen für dich. Liebe Grüße, vielen Dank. Die Ellen. Beste Wünsche mit Banderole zum Öffnen. Und auch hier der Gutschein mit kleinem Fach an der Seite zum Einstecken. Die Pusteblume in einem schönen, frischen Grün. Vielen lieben Dank, Ellen. Von der Gabriele aus Innen in Grün an dich gedacht. Eine Kleinigkeit von und für zum Einstecken. Und von der Gerda aus Altenstadt zum Geburtstag mit der Tulpe vorne ausgestanzt und auch hier das Fach zum Einstecken innen. Hier nochmal eine Tulpenbordüre. Viel Glück. Vielen Dank, Gerda. Weiter geht es bei der Heidrun aus Kirn. Zum Öffnen, hier zum Einstecken mit dem Disco-Roller hier mit Stopper und hatte ich auch welche. Ich war so stolz. Die Disco-Kugel vorne drauf. Wunderschön gebundene Schleife. Ganz lieben Dank, Heidrun. Bei der Nadine ist es ein kleines Vögelchen. Schön bunt gestreift. Happy Birthday. Und innen drin das Fach für den Wunscherfüller. Danke, Nadine. Nochmal ein weihnachtliches Motiv von der Nicole aus Nettetal. Schön, dass du wieder mitmachst, Nicole. Ein Weihnachtsmann, du warst so lieb im ganzen Jahr. Ich hoffe, er macht deine Wünsche wahr. Und da haben wir hier drinnen den kleinen Einschieber für den Gutschein für Unartige und für Brave. Nochmal zum Ankreuzen. Ganz lieben Dank, Nicole. Von der Steffi aus Bräunlingen in lila Tönen. Kommt jetzt ganz schön, ne? Mal frische Töne. Hier unten die drei schwarz-weißen Pflänzchen, Ästchen, Gräser. Schön, dass es dich gibt. Und dann kommt, ich muss es ein bisschen runterschieben, die Karte. Schön, oder? Eine Ausziehkarte, hier noch eine Folie, Congrats. Und dann könnt ihr den Gutschein hier in diesen Ausschieber reinstecken. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Steffi. Von der Susanne aus Friesenheim. Alles Liebe zum Geburtstag. Eine Z-Fold-Card. Ist eine Z-Fold? Ja. Und da haben wir hier den Einstecker für den Gutschein in Grüntönen. Und das Schriftfeld wird dann hier außen mit dem Deko-Element überdeckt. Lieben Dank, Susanne. Sehr, sehr schön. Und wie immer die letzte Karte von der Ulrike aus Waldbröl. Auch die Gänseblümchen, Schmetterling, hübsch die grünen Äste und Blätter. Geburtstagsblumen für dich. Und innen drin nochmal wiederholt und dann hier auch das große Einsteckfach für die Karte und das kleinere hier unten für Gutschein oder Gutscheinkarte. Ihr Lieben, das war schon mal die erste Runde. Ganz herzlichen Dank. Wir machen weiter mit dem Kreativ-Bingo. Wir haben Aquarell, gerissen Designerpapier. Oh, guck mal, ich habe einen Stift, da ist das besser. Embossed, maskulin Blautöne. Glitzer, Feuerwerk und Kartenform. Wir beginnen wieder, wie könnte es anders sein, bei der Aline aus Murnau. Definitiv auch Kartenform. Eine Aufstellkarte mit den niedlichen Eisbärchen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Glitzer, Designerpapier, alles da. Ganz lieben Dank, Aline. Von der Angelika aus Weiher eine Hochkantkarte.
die dann aber auch noch in dieser Türoptik gemacht ist. Einschiebkarte, kannst also auch noch einen Gutschein reintun. Wünsch dir einen Tag voll freudiger Momente in Blautönen. Vielen lieben Dank, Angelika. Von der Annette, sie meinte, sie wäre in Blau eskaliert. Da haben wir auch eine Aufstellkarte. Allerdings dieses kleine Klappelement ist viel kleiner, als man es sonst kennt. Meistens ist es doch immer sehr groß gemacht, aber hier ist das klein und dann kommen hier unten nochmal die drei Blüten. Finde ich eine schöne Idee. Ganz lieben Dank, Annette. Dann von dir wie immer die zweite Karte. Von Annette aus Winsenluhe dann diese mit der Schließklappe, Magnet und dann das Dreieck eingearbeitet. Finde ich eine super Form. Eigentlich ja relativ simpel, aber total eindrucksvoll. Sehr, sehr schön auch in diesen ganzen Meeresmotiven. Bisschen beige dazu, ein bisschen grün. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Annette. Von der Bettina. Einen tollen Geburtstag. Doppelte Z-Fold. Mit Designerpapier, Fuchs und Blüten hier vorne. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Bettina. Von der Birgit aus Landau zwei Karten. Einmal Meeresmotive, immer wieder schön der Wal. Das Designerpapier mit dem Fischschwarm. Innen drin der Wal nochmal wiederholt. Ganz lieben Dank. Und ich habe von dir auch noch eine zweite Karte. Da haben wir das Feuerwerkthema aufgegriffen. Gerissen hier unten und hier oben das Designerpapier. Und dazwischen dann die ganzen Feuerwerke. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Birgit. Von der Brigitte aus Rostock haben wir auch wieder. Das ist die Kartenform, die ich von Bettina letztens gezeigt hatte. Ne? Also das heißt jetzt so jetzt nichts, nur ich erinnere mich. Schön, oder? So. Ist ein bisschen schwierig zu zeigen auf dem Video. Und dann, wenn ich da noch immer meine Finger zwischen habe, schon mal gar nicht. Also drei Klappen. Dann kann man die ein bisschen zur Seite klappen. Dann sieht man auch die einzelnen Motive. Und die Brigitte hat das Horizont-Designerpapier nochmal verwendet. Immer wieder schön mit dem Segelschiff. Du bist mein sicherer Hafen zu beschriften auf der Rückseite. Sehr schön. Ganz lieben Dank, Brigitte. Von der Caroline aus Eschhofen. Da haben wir geprägt Designerpapier, Glitzer. Ihr habt hier dieses hübsche Designermotiv, fröhliche Weihnachten und ein entspanntes neues Jahr. Und auf der Rückseite könnt ihr dann natürlich auch beschriften. Ganz lieben Dank, Caroline. Vom Christian aus Frankfurt haben wir einmal die quadratische Karte zum Ruhestand mit diesem Designerpapier im Hintergrund, auf dem diese silbernen Wellen ganz dezent angedeutet sind. Er hat das Silbern da nochmal hier wiederholt in den Streifen, Segelschiff. Ich finde, das strahlt eine totale Ruhe aus hier. Das passt sehr schön zum Ruhestand. Das wäre ich jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber sehr, sehr schön finde ich. In Blautönen die roten Strasssteine, innen drin der Einleger. Ganz lieben Dank, Christian. Und dann noch die zweite, gerissen, geprägt zum Ruhestand ebenfalls, wird geöffnet, einmal hier, da haben wir innen drin noch den Einleger dann in der gerissenen Optik, vorne drauf der Blumenkübel, Lackakzente hier, der Topf in Aquarelltechnik, ganz lieben Dank, Christian. Der Christiane aus Olpe
haben wir das Feuerwerk embossed. Sieht toll aus, finde ich, die einzelnen drei Raketen. Allerliebste Grüße und innen drin dann auch nochmal wiederholt. Ganz lieben Dank, Christiane. Von der Ellen aus Schneeberg die Vögelchen zugebunden. Na. Öffnen und innen drin dann noch mal Blümchen und eine kleine Meise wiederholt, auch sehr sehr schön, vielen Dank. Und hier dieses Fensterchen, das sieht wirklich aus wie gerissen. Ganz lieben Dank, Ellen. Von der Gabriele aus innen herzlichen Glückwunsch. Da sehe ich schon ein neues Stempelset aus dem Mini-Katalog jetzt. Ich sage ja mal Frühling-Sommer-Katalog. Der heißt aber ja Januar bis April. Ich fand ja Frühling-Sommer schöner. Aber mich fragt keiner. Da haben wir hier dieses Farnmotiv. Da gibt es also ein ganzes Set mit Stanzen zu. Finde ich eine schöne Idee. Und dann hat sie hier eine wunderbare Pop-up-Technik drin. Ich denke an dich. Ihr könnt das sehen, oder? Das stellt sich also dann wunderbar auf und lässt sich auch wieder zusammenklappen. Natürlich in Blautönen, ganz lieben Dank. Von der Gerda. Designerpapier, Blautöne und eine Kartenform, Aufstellkarte. Ich weiß, die hat einen Namen, der fällt mir aber gerade nicht ein. Die Helke hat so eine mal gemacht. Ihr seht, ne, da lässt sich hier die Klappe hinten, die lässt sich wunderschön aufstellen. Und dann auf der Rückseite sind die kleinen Strandläufer nochmal und da kann auch beschriftet werden. Ganz lieben Dank, Gerda. Von der Heidrun aus Kirn. Alles Liebe in Blautönen mit Schleife zugebunden, die ich dann jetzt mal öffne. Und dann können wir das hier zu einer wunderbar quadratisch gefalteten Karte öffnen. Mit einem Einstecker hier auch noch für einen Gutschein. Ihr könnt das wieder verschließen. Zubinden. Alles Liebe. Ganz lieben Dank, Heidrun. Von der Heike aus Hennef. Eine maritime Karte mit Leuchtturm. Hier mit Magnet verschlossen. Schönen Geburtstag mit Liebewünschen für dich. Hier drin auch nochmal mit Schablone. Das Segelschiff, der Rettungsring. Setz die Segel und nimm Kurs auf deine Träume. Sehr, sehr schön hier vorne nochmal mit dem Fisch und den Wasserpflanzen. Ganz lieben Dank, Heike. Von der Nadine aus Amberg eine Faltkarte, dreiteilig. Hier viel Platz zum Schreiben. Blautöne, ich denke an dich. Ganz lieben Dank, Nadine. Von der Nicole aus Nettetal. Da haben wir eine Babykarte, kleiner Prinz, willkommen auf der Welt. Vorne geprägt mit Glitzer, der Tech, Designerpapier und das Ganze natürlich kleiner Prinz in Blau. Sehr, sehr schön, ganz lieben Dank, Nicole. Von der Steffi aus Bräunlingen eine große quadratische pinke Karte. Mit Glitzer, schön, dass es dich gibt. Hier vorne dieser kleine Cupcake. Das Herz geprägt, der Hintergrund in Aquarellfarben. Dann immer wieder dieses schöne glänzende Band und ein paar Glitzersteine. Ganz lieben Dank, Steffi. Die Susanne hat die Karte geschickt. Die Form hatten wir ja eben schon mal. Ich finde die Form ja sehr, sehr schön. Blüten in Blautönen. Das Dreieck zum Wegklappen und mit Magnet verschlossen. Ganz lieben Dank, Susanne. Von der Ulrike aus Waldbrühl haben wir Kreise auf der Vorderseite. Eine kleine Überraschung für dich zum Öffnen.
dieses Aufstellfach für einen Gutschein oder Geld oder nur für eine Textkarte. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Ulrike. Ihr merkt, das war jetzt schon das zweite. Ja, Projekt ist falsch, ne? Das muss heißen, die zweite Challenge. Und wir machen weiter mit Teil 3. Teil 3 ist der Kartensketch. Schön, wenn man die Vorlagen unter alles legt, dann daran zieht und alles umfällt. Sehr geschickt. Ich mache das ja heute nicht zum ersten Mal. Ne? Ja, da haben wir also den Kartensketch. Zweigeteilt, da rein ein Element mit Motiv und einen Text dazu. Ich hatte noch Weihnachtsmotive genommen, hatte aber gesagt, muss nicht. Wir gehen ja jetzt doch mal langsam in Richtung Frühjahr. Wir fangen an mit der Angelika aus Weiher. Zwei Teile, Element, Text, ganz genau und passend zum Öffnen, Klappkarte mit schönen frühlingshaften Blüten vorne drauf in Grüntönen mit ein bisschen Gelb. Ganz lieben Dank, Angelika. Von der Annette, sie bleibt bei Blautönen, der Strandläufer, alles Liebe zum Geburtstag, geprägt Designerpapier, ausgestanzt mit den Büttenkreisen, die finde ich ja super. Die wirken ja direkt schon hier unten dann das Etikett mit der Nahtkante und innen drin dann nochmal ein bisschen gestempelt. Die Muscheln in Savanne, die hier vorne auch nochmal drauf sind, wiederholen sich in ganz lieben Dank, Annette. Und deine zweite Karte in rosa Tönen mit ein bisschen dunkelgrün kombiniert. Blumengruß mit diesem ovalen Medaillon geprägt Designerpapier und innen drin die Blüten aus dem Designerpapier nochmal wiederholt. Das ist von hier vorne, ne? Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank. Weiter geht es bei der Bettina aus Elmshorn. Das war das Weihnachtspapier, aber ich finde, man kann es so hervorragend auch das ganze Jahr verwenden. Alles Liebe, es fällt überhaupt nicht auf, also war ja wahrscheinlich auch so gedacht, ne? Hier drin dann nochmal das Papier wiederholt. Alles Liebe, ganz lieben Dank, Bettina. Von der Birgit aus Landau. Ups. Stellen wir es mal aufrecht, ne? Sieht besser aus. Ich verheddert. Von der Birgit aus Landau haben wir die Margeriten. Tausend Dank für alles. Hier haben wir es geprägt. Hier haben wir Designerpapier, Bändchen und auch den Büttenrandkreis. Innen drin das Motiv von außen nochmal wiederholt. Das ist ein Two-Step-Stempel, würde ich jetzt mal sagen. Ganz lieben Dank, Birgit. Dann von der Brigitte aus Rostock auch ein Vögelchen auf Pastelltönen, das Vögelchen mit einem türkisen Farbton, die facettierten Glitzersteine hier vorne geprägt und Designerpapier. Hier nicht unterteilt, also nicht senkrecht unterteilt, sondern diagonal. Gute Idee, finde ich. Und dann innen drin das Designerpapier nochmal wiederholt. Ganz lieben Dank, Brigitte. Von der Caroline aus Eschhofen. Ach, sieht da. Manchmal ist verrückt, oder? Da haben wir die zwei hintereinander liegenden dann mit der gleichen Idee. Also auch hier diagonal unterteilt. Und was ich dann noch ganz nett finde, ist, dass dieses Kreiselement auch nochmal unterteilt ist. Also zweierlei Prägemotive, dann auch Glück per Post, ganz lieben Dank, Caroline. Vom Christian, da habe ich hier zwei Kärtchen. Kriegen wir die nebeneinander drauf? Jawohl. Also vom Christian aus Frankfurt. Diese beiden, einmal für den Jungen, einmal fürs Mädchen. Zur Geburt der kleine Elefant und der Löwe. Auch
sehr schön koloriert, finde ich. Da haben wir dann auch hier jeweils Designerpapier und geprägt. Der Kreis mit den Sternchen, die Etiketten ein bisschen variiert, aber grundsätzlich ist es ja wirklich gleich. Beide Kärtchen innen drin dann nochmal mit einem Einleger, einmal so ein Büttenrand wieder und einmal gerade. Ganz lieben Dank, Christian, sehr, sehr schön. Von der Christiane aus Olpe ist aber nichts beschädigt gewesen, weil du es nachträglich reingeschoben hast. Hat gut funktioniert. Da haben wir eine Kaffeekarte, viel Glück. Hier steht nochmal Happy Birthday, das ist geprägt, also einmal geprägt, einmal Designerpapier, die Tasse und dann zum Aufklappen innen drin nochmal die Motive ein bisschen aufgegriffen. Vielen lieben Dank, Christiane. Von der Ellen aus Schneeberg Schneeflocken. Schneeflocken sind die Schmetterlinge des Winters. Auch sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Ellen. Ein frohes und gesundes neues Jahr. Von der Gabriele aus Innen. Innen drin nochmal die Sternchen wiederholt. Das ist dieses galaktische Papier. Ne? Ich finde das total cool. Die Farbkombi, dieses Orange mit dem Lila ist super. Und hier hat sie es dann nochmal zusätzlich das Designerpapier geprägt. Ganz lieben Dank, Gabriele. Von der Gerda aus Altenstadt nochmal die Gänseblümchen, Geburtstagsblumen für dich. Innen drin wiederholt. Die sind auch sehr, sehr schön. Ganz leicht koloriert, also gewischt sind sie. Da haben wir hier das Designerpapier unterteilt. Mit einem dünnen Band, die ausgestanzten Ästchen. Vielen lieben Dank, Gerda. Von der Heidrun aus Kirn nochmal die Disco-Kugel und die Disco-Roller. Diesmal in mehr Farben. Hier drinnen dann auch nochmal wiederholt. Sehr schön maskiert hier, damit man die auch hintereinander stellen kann. Super gemacht. Ganz lieben Dank, Heidrun. Dann haben wir jemand Neues. Die Kerstin aus Detmold hat das erste Mal mitgemacht. Zur Silberhochzeit auch unterteilt, das Herz dann darin. Hier innen nochmal ein ausgestanztes Herz aus Transparentpapier wiederholt mit der Taube. Ganz lieben Dank, Kerstin. Von der Nadine aus Amberg. Da haben wir auch das Designerpapier hier vorne unterteilt durch einen Streifen Papier. Happy Birthday. Die Blüte aus dem Designerpapier nochmal wiederholt. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Nadine. Von der Nicole aus Nettetal, der Eisbär auf dem Teck. Winter Wishes. Sie hat es dann auch nochmal gedreht. Ne? Sie hat dann waagerecht unterteilt. Hier nochmal mit diesem Flauschband, was ein bisschen an Schnee erinnert. Sehr, sehr schön. Ganz lieben Dank, Nicole. Dann noch jemand Neues. Und zwar die Ramona aus Niederrosbach mit zwei Karten. Einmal die Trauerkarte in tiefer Verbundenheit. Hier geprägt die fallenden Blätter. Dann auf dem Designerpapier das gefallene Eichenlaub. Hier nochmal mit dem Designerpapier schön unterteilt. Ganz lieben Dank, Ramona. Und von dir dann auch noch die zweite Karte, gleicher Sketch. Ich sende dir ein Lächeln und gleich wirkt die Karte viel fröhlicher. Zum Klappen hier auch eine schöne Idee, den Sketch umzusetzen. Dann haben wir quasi hier das eine Design, dann haben wir das zweite Design unterteilt durch den Streifen mit dem Band. Ganz lieben Dank, Ramona. Von der Steffi aus Bräunlingen. Ganz viel Glück. Tech, darauf nochmal ein Aufleger gestanzt mit Roségold beflockt hier. Dann hier unten nochmal das Blümchen wiederholt. Die zwei verschiedenen Designs unterteilt mit einem Spiegel. Kartonstreifen innen drin gesprenkelt und dann auch nochmal der Kranz.
Ganz lieben Dank, Steffi. Von der Susanne aus Friesenheim. Das Moondesigner-Papier, dazu kombiniert die Streifen, den Glitzerstreifen in der Mitte, schönen Geburtstag auf dem sehr ausgefallenen Etikett, der Schmetterling dazu. Ganz lieben Dank, Susanne. Und die allerletzte Karte in diesem Monat, also beziehungsweise im Dezember, die kommt von der Ulrike aus Waldbröl. Da haben wir eine Ladung Sonnenschein, der kleine Truck. Da haben wir auch hier zwei Designerpapiere. Und das ist sehr praktisch, weil das eine Designerpapier hier eine mit einer dünnen Kante, da hat sie dann einen Streifen Glanzkarton unterlegt. Und der wiederholt sich hier in dem Sechseck. Ihr Lieben, das sind sie alle gewesen. Jetzt geht's ans Verlosen. Vielen lieben Dank für eure rege Beteiligung und wir gucken jetzt gleich mal, wer denn diesen Monat gewonnen hat. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich bin zurück. Ich habe verlost 67 Karten und gewonnen hat die Nummer 34. Ich zeige euch, was oder welche Karte die 34 war. Das war diese, die ist aus dem Kreativ Bingo mit Feuerwerk embossed, gerissen. Und diese Karte, die ist nämlich von der Christiane aus Olpe. Ganz herzlichen Glückwunsch, Christiane, das Designerpapier. Schlittenfahrt im Schnee. Kommt dann in den nächsten Tagen zu dir. Damit sind wir mit dem Dezember richtig durch. Dann können wir jetzt das neue Jahr so richtig starten, oder? Nein, Spaß beiseite. Nächste Woche Kreativ Bingo. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Es macht euch Spaß. Gewinnen könnt ihr das Stempelset Sparkling, Simply Sparkling, tun wir mal wieder weg. Das gibt es halt erst am 2. Mittwoch im Februar. Ihr schickt mir eure Karten bis zum Samstag davor im Februar zu. Ich sehe die Daten nach, aber die stehen auch schon in der Infobox im Video. Eure Karten schickt ihr an die unten eingeblendete Adresse. Auch die steht nochmal in der Infobox, also eigentlich kann da nichts schief gehen. Ich freue mich immer über eure Karten, bin immer total begeistert, was ihr so auf die Beine bringt. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Restwoche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss!